Ich arbeite seit Oktober 2009 im Kleistmuseum. Ich bin eigentlich von Beruf Historikerin. Ich habe 1993 in Rostock ein Literaturhaus aufgebaut und bis 2005 das Haus auch geleitet. Jetzt bin ich für die Veranstaltungsorganisation verantwortlich und die Bundbücher gebe ich heraus, gemeinsam mit unserer Direktorin Frau Petsch. Ja, es macht einfach Spaß, wenn man sich mit Themen beschäftigen kann, die einem liegen. Und die Beschäftigung mit Literaten und Literatur macht mir eben Spaß. Und es ist auch schön, dass man über die Veranstaltung Kontakt zu vielen Leuten hat. Da bekommt man auch was zurück. Also, ich mache die Arbeit einfach gern. Ich mag es, wenn bei Veranstaltungen schöne Gespräche zustande kommen. Ich mag auch sehr unser Filmfrühstück. Das ist auch eine sehr traditionelle Veranstaltung schon. Da mag ich es sehr, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Filme zu sprechen und so weiter. Ich freue mich sehr, wenn wir zum Beispiel den Kleistpreisträger oder die Kleistpreisträgerin bei uns haben. Wir haben zum Beispiel ja den Salon Kleist bei uns. Das ist eine Veranstaltung, bei der eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler, Autorin oder ein Autor oder auch einfach jemand, der sich mit einem Thema lange beschäftigt hat, das bei uns vorstellt. Vorbereitung an sich läuft dann so, dass man sich auch mit den Kollegen bespricht, wen man denn einladen könnte zu einem bestimmten Thema. Da ist es schon eher ein bisschen schwierig, dass man auch mit den Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen und so weiter so langfristig schon Verträge schließen kann. Zum Beispiel unsere Weihnachtslesung, da arbeiten wir mit Musikerinnen vom Brandenburgischen Staatsorchester zusammen. Für die ist es immer ganz schwierig, dass sie schon im Sommer sagen sollen, welchen Termin und welche Stücke sie spielen wollen. Aber da gibt es ehrlich gesagt ganz viele. Natürlich, bei mir geht es meistens um Lesungen. Ich komme aus einem Literaturhaus und das macht mir am meisten Spaß. Und wir haben in den 10er Jahren wunderbare Lesungen mit Autoren und Autoren hier gehabt, aber auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu den Kleistfesttagen zum Beispiel. Und da will ich gar niemanden rausheben, weil das waren einfach sehr gut besuchte Veranstaltungen. Es gab einmal eine Veranstaltung, und das war zufälligerweise auch ein Salon. Da war ein Berliner Schriftsteller bei uns. Das ist ein ausgezeichneter Autor und ein sehr kluger Mann. Und der Salon ist aber wirklich vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Er konnte sich einfach nicht konzentrieren. Ne? Er hat immer wieder über ganz andere Sachen gesprochen. Und das war eine schwierige Veranstaltung und es war auch schwierig, ihn zu unterbrechen, aber das ist schon viele Jahre her. Bundbücher sind literarische Miniaturen, die sich um Schriftstellerinnen und Schriftsteller kümmern, die in der Mark Brandenburg und in Berlin gelebt haben. Diese Schriftsteller und diese Orte wurden dann dort genauer beschrieben. Ich zeige hier mal so verschiedene Bundbücher, dass man das sehen kann. Unser jüngstes Bundbuch, dieses hier, das hat eine Kollegin von uns herausgegeben, Milena Rolka, über Heinrich von Kleist in Berlin.
Also wir suchen die Autorin oder den Autor, über den geschrieben wird, und wir suchen die Autorin oder den Autor, der über die Person dann schreibt. Dann ist es so, dass wir dann den Text von der Autorin oder dem Autor erhalten, und dann muss natürlich erst die gesamte Redaktion erfolgen. Und man muss sich darüber klar werden, welche Abbildungen man drin haben will und so weiter. Es gibt ein ganz besonders schönes Bundbuch, was mir besonders gut gefällt. Das ist von Ulrich Grober, der über Paul Gerhardt in Berlin und Mittenwalde und Lübben geschrieben hat. Und das Bundbuch ist auch sehr erfolgreich. Annette Gröschner, die ein Bundbuch über Anna-Luisa Karsch geschrieben hat, eine Schriftstellerin, die ihren 300. Geburtstag gefeiert hat und die im Großen und Ganzen vergessen ist. Und die hat Annette Gröschner mit diesem Bundbuch wieder ein bisschen an die Oberfläche geholt. Jetzt in diesem Jahr ist erschienen das Bundbuch von Michael Biener zu Kafka in Berlin. Weil wir können sagen, dass die letzten drei Bundbücher wirklich sehr, sehr gut verkauft wurden. Und ja, das wollen wir auch so weitermachen, dass wir uns also Dichter aussuchen, von vielen geschätzt werden, und dass wir dann Bundbücher gestalten, die auch wirklich ein Publikum finden. Ne? Also es kommt ja auch darauf an, wo man Veranstaltungen organisiert. Und wenn man das in einem Literaturmuseum macht, dann ist die beste Idee, dass man sich ganz gut mit Literatur auch der Vergangenheit auskennt. Dann, dass man gut Kontakte zu möglichen Schreibenden findet, dass man Vorstellungen hat, wie so ein Bundbuch aussehen soll. Und man muss sich darüber klar werden, welche Abbildungen man drin haben will und so weiter.